Herzlich willkommen in der GRN-Klinik Schwetzingen. Mein Name ist Frauke Sievers, ich leite den Bereich Marketing und Kommunikation. Und neben mir sitzt Frau Dr. Malaika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe hier an der GRN-Klinik Schwetzingen. Und wir reden heute über das Thema Inkontinenz, ein Tabuthema, Thema, über das niemand so richtig gerne spricht, aber trotzdem muss sich niemand damit wirklich abfinden. Und da habe ich jetzt ein paar Fragen an Frau Dr. Malaika. Und würde jetzt als erstes mal fragen, welche Ursachen gibt es denn für Inkontinenz? Ja, unwillkürlicher Urinverlust, also die Inkontinenz, ist erstmal ein Symptom, also der Urinverlust. Und dahinter können verschiedene Ursachen stecken. Der unwillkürliche Urinverlust kann auftreten infolge einer Schwäche von Muskeln und Bindegewebe am Beckenboden. Dann ist die Harnröhre zum Beispiel nicht mehr mit dem umgebenden Bindegewebe und der Muskulatur verankert. Frauen sind davon übrigens viel häufiger betroffen als Männer. Bei körperlicher Belastung geht in diesem Fall Urin verloren. Das kann sein beim Husten, beim Niesen, beim Hüpfen, beim Joggen und das nennt sich Belastungsinkontinenz. Es gibt aber auch eine überaktive Blase. Die betroffenen Frauen haben dann tags und nachts häufiger als alle 2 Stunden das Gefühl des Harndranges. Und das kann sehr quälend sein und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Es kann an einer Überempfindlichkeit der Schleimhaut, der Blase, durch zum Beispiel Östrogenmangel, aber auch durch Alter, Entzündung oder an einer überaktiven Stimulation der Blase liegen. Wenn man jetzt davon betroffen ist, an wen kann man sich denn wenden? Wo kann man sich Hilfe holen? Ja, da das Problem Inkontinenz bei fast jeder dritten Frau auftritt, ist zum Beispiel der Frauenarzt mit diesem Problem auch vertraut und kompetent. Er kann zunächst eine konservative Therapie einleiten, zum Beispiel eine vaginale Östrogenisierung mit Cremes oder mit Scheidenzäpfchen. Auch Beckenbodengymnastik kann eine Besserung herbeiführen oder eine Pessartherapie. Es gibt auch spezifische Tabletten, die den Tonus der Muskulatur des Beckenbodens verbessern. Gegebenenfalls wird der Frauenarzt die Patientin weiter zu einem Urogynäkologen oder einem Urologen überweisen. In meiner Abteilung für Frauenheilkunde an der GRN-Klinik in Schwetzingen sind wir spezialisiert auf die Abklärung und auch die Behandlung dieser Inkontinenzbeschwerden. Also das heißt, wann würde denn jemand ins Krankenhaus kommen, beziehungsweise was wird an der GRN-Klinik Schwetzingen speziell in dem Bereich gemacht? Ja, der Frauenarzt wird zu uns überweisen, wenn die konservative Therapie einfach nicht den gewünschten Erfolg bringt oder vielleicht auch noch andere Ursachen vermutet werden. Wir sind hier in Schwetzingen Beratungsstelle der Deutschen Kontinenzgesellschaft und einer meiner fachlichen Schwerpunkte ist eben die Urogynäkologie, die Behandlung von Blasen- und Beckenbodenstörungen. Wenn konservative Therapie eben nicht mehr den gewünschten Erfolg bringt, dann werden wir auf Überweisung vom Frauenarzt in unserer Ambulanz eine differenziertere Diagnostik durchführen, unter anderem mit einer Blasendruckmessung. Und in Abhängigkeit von diesem Ergebnis wird dann eine präzise Diagnose gestellt und eventuell auch Begleiterkrankungen und Veränderungen, wie zum Beispiel eine Blasensenkung, Begleiterkrankungen oder Entzündungen abgeklärt und behandelt. Zuerst versuchen wir, eine Verbesserung der Situation ohne eine Operation zu erzielen. Aber nicht immer gelingt das. Handelt es sich zum Beispiel um die Belastungsinkontinenz durch eine Verschlussschwäche, dann kann eine Operation mit Einlage einer spannungsfreien Vaginalschlinge den Verschluss der Harnröhre wiederherstellen. Handelt es sich dagegen um eine Dranginkontinenz, dann kann eine Botox-Injektion in die Blase den Blasenmuskel für eine begrenzte Zeit beruhigen.
In seltenen Fällen sind auch Fisteln die Ursache für den unwillkürlichen Urinverlust. Diese müssen dann natürlich operativ verschlossen werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Niemand muss sich wirklich damit abfinden. Trotzdem gibt es denn auch Möglichkeiten, dem Ganzen vorzubeugen, also dass es gar nicht erst so weit kommt? Ja, das wäre natürlich die ideale Vorstellung. Und Voraussetzung dafür ist, dass Frauen einfach mehr Aufmerksamkeit auf ihre Blase und vor allem auf ihren Beckenboden legen. Und auch der Beckenboden besteht aus einer Vielzahl von Muskeln, die man wirklich durch Training trainieren und stärken kann. Eigentlich sollte dieses Training schon von Kindheit an selbstverständlich sein, aber besonders nach Geburten sollte konsequent Beckenbodengymnastik durchgeführt werden und auch fortgesetzt werden, eigentlich ein Leben lang. Der Beckenboden ist ein Organ, der für die Haltefunktion so wichtig ist, aber der ganz häufig vernachlässigt wird. Auch Seniorengymnastik trägt zur Erhaltung der Muskelkraft bei. Ansonsten sollte man Übergewicht vermeiden, als Frau nicht zu schwer heben und tragen und nach den Wechseljahren eventuell eine lokale vaginale Östrogenisierung durchführen, damit das Gewebe am Beckenboden bestmöglich durchblutet und tonisiert bleibt. Herzlichen Dank, Frau Dr. Malaika, für das Gespräch und ja, ich hoffe, dass das vielleicht der ein oder anderen Frau geholfen hat. Ja, vielen Dank.